Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und wie versprochen, machen wir mit der Quest weiter, wo wir die Stelenstücke finden müssen. Ich glaube, vier Stück sind's. Zwei haben wir schon und jetzt müssen wir, glaube ich, noch zwei finden. Und das nächste müsste an dem Ufer der Opferung sein. Schauen wir mal, ob wir das gleich finden. Gerät an. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein bisschen Support da. Like, Kommentar oder auch Abo. Alles gern gesehen. Das Schwede lassen wir jetzt mal. Alter Schwede, diese Scheißschweine. Ruhe hier. Mehr Schwein. Jetzt weg oder nicht? Okay, wir sollen hier Banditenführer auslöschen. Wir werden ruhig spielen oder was? Komm schon, das kannst du doch sicher besser.
Schätze plündern. Okay, ist jetzt hier Ruhe oder nicht? Okay, wir haben noch einen Schatz da. Dort hinten. Okay, wo ist der letzte Schatz? Okay. Weiter geht's. Über Stock und über Stein. Da ist er. Okay, Ufer der Opferung, Leute. Warte mal! Hast du was auf den Ohren? Nee, also du. Komm! Ah!
mir mehr. Ich auch. Okay, dann haben wir den schon mal erledigt. Im Vorbeigehen. Und wir machen dann dort gleich weiter. Wir haben zwei Fragezeichen. Nehmen wir die gleich noch mit, hä? Und werden die wenigstens schon abgeschlossen? Banditenüberfall. Gefangenenbefreiung, Ostragon-Rätsel, Schatzpunkt. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Damit machst du dich nur lächerlich. Schön, ob du es siehst, und dann gehen wir gleich weiter. Okay. Dann haben wir ein bisschen Holz mit. Ein bisschen Holz. Pfui, ich hasse Wasser. Ich habe das Fischen aufgegeben. Ich diene jetzt den Göttern. Fischen ist ein ehrliches Handwerk. Warum hast du es aufgegeben? Es gab plötzlich einen Sturm, als wären die Götter selbst herabgestiegen. Das Schiff kenterte und sank. Gleich da draußen. Die Götter haben mich gerettet. Wie war das, bestimmt? Nachdem du ein steinernes Relikt an dich nahmst? Ich habe vielleicht so einen Tempelstein als Anker benutzt. Nichts von Wert. Es ist gut, dass die Götter dich gerettet haben.
Erkunde den Wassertempel. Hier wieder. Warte mal, können wir speichern? Nein, können wir nicht. Okay. Alter. Ich muss mal gleich mal runtergehen. Alter Schwede. Ja, da muss ich jetzt die blöden Viecher hier umlegen. So, einer müsste jetzt noch hier sein. Da ist er. Stimmt, du Vieh. Mehr du Vieh.
Nein, dieses Mistschwein! Ich hab ihn doch schon gehabt. Ah. Ich hätte echt nochmal auftauchen sollen. Jetzt sind die alle drei wieder da. Eieiei, ist das ärgerlich. Stell es dir nur vor, die Götter interessieren sich für eine alte Seele. Kein Haie mehr da, oder was? Haben die doch noch gezählt? Ich glaub's fast nicht. Ja, da sind sie dann noch. Ich habe viel. Einer ist ja noch irgendwo, es waren drei her.
tauchen mal auf. Ist die Quest jetzt schon erledigt oder nicht? Begibt sich zum Tempel der Ochemios. Ist das hinten? Also ist es eigentlich jetzt hier erledigt, oder wie? Ja, abgeschlossen ist es. Dann wird es erledigt sein. Gut, dann werde ich mal gleich hierher porten. Müsste auch das letzte Stück sein. Okay, 270 Meter. Jemand kam mir zuvor. Ich sollte mir das genauer ansehen. Ist nichts mehr heilig. Antike und wertvolle Relikte wurden in dem Tempel aufbewahrt. Der Mistkerl brannte ihn nieder und bediente sich. Das Feuer sollte ihre Spuren verwischen. Der Kerl rannte in Richtung der Stadt und hatte unsere heiligsten Relikte bei sich. Bestimmt ist er im Bettlerviertel, so wie er aussah. Okay, Bettlerviertel. Da hinten haben wir noch was. Diese Gefäße zerbrachen vor dem Feuer. Ein abgenutzter Schal. Ich suche nach jemandem mit zerschlissenen Kleidern.
halbwegs westliche Gegend, also hier irgendwo. Könnte vielleicht der hier sein. Dann schauen wir mal. Eher da hinten. Seine Kleidung ist zerschlissen und die Farbe passt. Ich gebe Epi das Seelenstück. Sehr schön. Nehmen wir aber gleich noch das andere Fragezeichen mit, wenn wir schon auf dem Weg dorthin sind. Hier passen die Wachen sicher gut auf. So, Ostrakon-Rätsel und die Tafel und einmal ein Schatz. So, antike Tafel und nochmal ein Schatz. Irgendwo hier. Okay. Gut, und dann schauen wir, soll man das mir abgeben hier? Dann müsste es eigentlich fertig sein. Ich bin gespannt, was wir da bekommen. Wahrscheinlich irgendein Crap.
Beten immer noch hier. So. Ich habe die letzten Stielenstücke. Und außerdem alle Teile der Rüstung. Ich kann kaum an mich halten. Dies ist ein bedeutendes Ereignis. Urgötter, würdig, innere Vision. Was kann das alles bedeuten? Das werden wir wissen, sobald du fertig übersetzt hast. Ja, du hast recht. Die Stele muss zusammengesetzt werden. Komm! Dies ist der Höhepunkt einer großen Entdeckung. Werden die Götter zu uns sprechen? Was werde ich sagen? Was werden sie sagen? Ist das überhaupt wichtig? Vielleicht, wenn du vorliest. Ja, ja. Nur jene, die eine innere Vision besitzen, ein Geschenk der Urgötter, werden würdig sein, die Kraft des großen Dipsi-I zu führen. Dipsi-I? Was soll das bedeuten? Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht. Es scheint sich nichts getan zu haben. Der Ort ist noch derselbe wie zuvor. Sieh dich um. Ich sehe nichts. Was siehst du? Der Raum ist lebendig. Die Götter sprechen zu uns. Wie kann das sein? Warum sehe ich es nicht? Warum sollten sich die Götter mir nicht zeigen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist es, weil ich unwürdig bin? Hast du eine innere Vision? Das ist gemein. Epi, du hast das Grab. Es werden weitere Entdeckungen folgen. Genug. Lass mich. Könntest du bitte gehen? Lo? Ich verstehe es nicht. Okay, wir haben ein komplettes Set anscheinend. Können wir hier was machen? Okay, ich würde sagen, wir ziehen mal die Rüstung an. Vielleicht geht's mit nur, wenn wir mit der Rüstung komplett davor stehen. Aber eine Waffe haben wir jetzt nicht bekommen, oder? Das schaut nice aus. Oh, können wir noch was reden? Die Götter halten mich für unwürdig. Nee, scheint nicht so zu sein. Okay, scheint es gewesen zu sein.
schaut das heftig aus. Geil. Okay, hätten wir das auch. Sehr schön. So, wo wollten wir jetzt weitermachen? Wir wollten... Kehre zu Stentor zurück, verbessere den Speer. Da brauchen wir noch ein Ding brauchen wir da noch. Dann können wir auch den Speer verbessern. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir zum Stentori. Vielleicht können wir da schnell reisen irgendwie. Sagen wir reisen hier, ja. Dann sind wir schneller da, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal, dass wir ein komplettes Set haben. Gern episches haben, also ein gelbes. Aber das ist auch schon mal nicht schlecht, das Lieder, ne? Oh, Stentor ist da drüben. Ja, mit der Rüstung haben wir halt nicht so den Assassin-Damage, also den zum Anschleichen. Das ist halt eher auf Krieger, aber gar nicht schlecht. Zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Sie bestrafen dich nicht. Sie helfen dir. Was glaubst du, warum ich hier bin? Die Götter strafen mich, damit ich immer wieder zu treffen. So wie ich das sehe, hast du eine göttliche Einmischung dringend gebraucht. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Okay, ich glaube, jetzt wird in die Schlacht. Oder? Ich lasse das Bild nach Green aus, oder? Ja.
Der letzte sein. Läuft, würde ich sagen. Der Sieg ist unser! Der Sieg gebührt dir. Du hast uns gut geführt. Mein Vater hat mir alles beigebracht, was ich über die Heerführung weiß. Leider hast du ihn mir genommen, sonst hätte ich vielleicht noch mehr gelernt. Hör auf. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Na, wer ist jetzt arrogant? Du bist nur ein Nachzügler. Ein schlechter Ersatz. Das werden wir noch sehen. Was meinst du?
Nun, da wir die Athena auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um einen wahren Feind zu kümmern. Stentor, deine Arbeit ist getan, Söldnerin. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräterin? Ich bin keine Verräterin. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Willst du wirklich, dass ich dich vor deinen Truppen bloßstelle, Bruder? Ich bin nicht dein Bruder! Halt ein, Stentor! Ich werde dich nicht schonen. Nein, weil ich dir keine Gelegenheit dazu gebe. Warum du noch lebst. So dankst du es mir? Alles lief gut, bevor du kamst. Böotien gehörte mir. Ich töte dich und beende damit deine verdammte Blutlinie ein für alle Mal. Nein, das wirst du nicht. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt bring es zu Ende. Ich begrüße den Tod, denn er bedeutet, dass ich dich nie wiedersehen muss. Geh mit dem Fährmann, Bruder. Was hat der gedroppt? Hat der was gedroppt? Waffe. Sprich vor dem Thronsaal mit Mirine. Oder Mirine. Fünf Kilometer. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen sehr schnell jetzt aber einen Cut. Ich werde das schon mal hinporten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und zwar geht es hier mit der Hauptquest weiter. Sprich vor dem Thronsaal mit Mirine. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.